Ja, funktioniert. GoPro ist da, Volta ist da. Und ja, let's go. Ich glaube, sonst brauchen wir eigentlich nichts. Nee. Da brauchen wir auch nichts mehr. Weil gerade eben wieder die Diskussion, welche Kamera nehmen wir mit? Ich denke, die ist viel handlicher hier. Handlicher, praktischer. Let's go. Harrison. Geh mal auf Reisen. Geh mal auf Reisen. Was erlauben Wetter? Warum regnen aus alle Kübel? Warum nicht einmal ein bisschen Sonne, ein bisschen Sonne? Nehmen wir Scheißdreck, immer nur Regen. So, spontan Trip nach Mannheim. Ich merke schon wieder komplett das falsche Outfit dabei. Oder an, vielmehr. Es regnet immer noch bis Sau. Ich dachte, du wolltest Schirm mitnehmen. Ja, aber. Hier kann ich in den Rucksack einer machen. Ich mach's. Und der Harrison, der ist schon ganz hotty hot. Harrison. Ganz auf Stimme. Yay, ich habe hier Mütze an, das ist besser. Also wir haben spontan entschieden, am letzten Tag des Mannheimer Maimarkts hierher zu kommen. Wir waren gefühlt, also ich war gefühlt schon 20 Jahre nicht hier, wenn es reicht. Früher, erinnere ich mich als Kind, war ich hier jedes Jahr entweder mit meinen Großeltern, meiner Mutter oder mit der Schule oder keine Ahnung was, auch mit der Jessie. Weiß ich noch, wir haben uns immer durch dieses Zelt gefressen. Da gibt es so ein Schlemmerzelt. Der Oma erinnert sich immer, das sagt, es gab nur Gewürze. Stimmt nicht. Also ich bin richtig gespannt, wie das heute so ist. Nach 20 oder über 20 Jahren. Ob sich das jetzt lohnt. Ja, keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall berichten und nehmen euch mit. Bei mir ist ein bisschen für Content Sorge. Ne? Irgendwie. So, jetzt auch meine 2 Cents noch dafür. Also ich war vor, es muss in der 7., 8. Klasse gewesen sein. 7. oder 8. Klasse war ich das letzte Mal und das erste Mal hier. Aber da gucken wir mal. Also ich kann mich echt nur an die Agraraussteller erinnern und an die Gewürzstände. Ja, also was ist das eigentlich? Erklär mal, was das eigentlich ist. Das ist Maimarkt? Ja. Was ist denn das eigentlich? Ja, das ist eigentlich eine Messe für Neuheiten, Innovationen. Also sämtliche, nach Themen tun sämtliche Firmen ihre Produkte hier vorführen und ausstellen. Okay. Also es gibt Essen, also Essensinnovationen. Hier hinten, das ist die SAP Arena. Also es gibt also Essensinspiration, aber es gibt auch Whirlpool, Pool, Essen, da bin ich Camping, dabei. Camping, wie heißt es, Wohnwagen. Wohnwagen? Ich glaube für Tiere, es gibt sogar eine Rennstrecke für Pferde, glaube ich, und sowas. Die Reitbahn ist ja hier in der Nähe. Und es gibt auch für Tiere, für Hausbau, für Cocktails, was weiß ich, alles Mögliche. Man kann hier auch Sachen kaufen. Mal gucken, inwiefern Konsumistan wieder zuschlägt. Also ganz ehrlich, ich erwarte gar nichts von dem Maimarkt. Ne? Konsumistan, Alter, soll ich jetzt noch einen Ratenkredit aufnehmen? Vielleicht kaufe ich plötzlich einen Pool oder so. Ich und einen Pool mache ich auf dem Balkon. Garten, wir haben einen großen Garten, was ist denn? Auf alle Fälle erwarte ich gar nichts. Da haben wir die Kasse später. Müssen wir da auf die Seite am Maimarktgelände. Aber wie gesagt, das ist nicht so fein heute. Also ich hoffe, du hast Regenschirm, genau. Dass wir da nicht allzu, dass wir nicht allzu nass werden. So, aber genug getalkt jetzt. Harrison. So, ganz kurzes Update. Ja, also hier fängt es jetzt an mit den Zelten. Die Nummer 1 bis 2 ist Urlaub und Reisen. Also hier, man sieht schon die Wohnmobile. Dann 3 und 4 Mode, Kosmetik, Schmuck, Young Fashion. 6 bis 9 ist Dommagois Schlemmerland. 10 bis 11 ist Dommagois Fit und Gesund. Dann gibt es Wohnträume, Internationaler Bazar, Kulturecke, Heimtiere, das freue ich mich. Moderner Haushalt, die Höhle der Löwen, Games for Family, Bauen. Ja, gut, gut, gut. Aber du wolltest ja gleich ins Tierlehrschauen. Tierlehrschauen und Tierschauen. Ich glaube, das ist der verkehrte Film für uns. Der feinste Lederrahmen, feinste Lederrahmen. Jesus Maria, ich habe gedacht, wir sind Quinch-Verkäufer, ne? Brezel, bitte. Das fängt an. Hey,
Also hier drin soll es jetzt losgehen, ne? Ich muss ein Foto von hier, dem Stämmer machen. Mach doch, mach doch. Cheese, please. Was hat der Italiano hier Gutes für uns? So, ich mache mich jetzt mal kurz rein durch das Schwimmerzelt, weil in den Fresszelten ist ja klar, ist immer das meiste los. Obwohl heute Montag ist, schlechtes Wetter und der letzte Tag. Und so Hatchen, Käse, Brötchen. Der Preis ist heiß. Churros mit Nutella 7,50 Euro. Fingerfood schaut gut aus, Currywurst 9 Euro, Mozzarella Stick 7 Euro. Eismann-Gutschein, Geschmäcker auch. Pink Gins, was für die Jasmine. Arancini, ich konnte tatsächlich nicht dran vorbeigehen. Erinnerung an den Italienurlaub. Ich hoffe, die schmecken auch gut. Also bis jetzt ja. Gefüllt mit Bolognese. Was sagen Sie dazu? Schmachtig. Schmeckt nach mehr? Ja. Und, Arancini. Oh, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall Weltklasse. Aber irgendwie macht es auch mega satt. Das nächste Zelt. Nee, das, also die sind ja so verbunden. Ah, okay. Als nächstes geht es hin. Ich glaube, da versteht jeder was anderes unter fit und gesund. Ja. So eine Käsefacke ab. Ich weiß nicht, was ist das eigentlich? Das kann man sich auch mal vorstellen. Muss ich doch mal die Fies machen, oder? Ja. Also an der Ferse am Ball, so eine Schwede kann man auch ein bisschen länger einwirken lassen. An der Ferse am Ball nach Ziel. Aber das ist jetzt auch wieder so typisch deutsche Messe. Hier wurde viel über, also viel für Krankheit verkauft. Ne? Also wenig für Prävention, sondern vielmehr für wenn du es schon hast, da haben wir was für dich. Ne, also, jo. Was sagst du, fit und gesund hier? Also müssen wir noch 20 Jahre älter werden für dich? Ja. Nee, dass er halt nicht weglacht. Das ist Liebe. Ja, mein Schatz. Hey, jo. Guck mal, Games for Family. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Wohnträume. Inspiration. Kollegen sind sie. Nee, also ich glaube, das ist nicht so meins. Ja, also Tatsache ist, dass es für mich gar nichts ist. Ich glaube, für uns ist es tatsächlich nichts, weil die Leute langsamer wie im Schneckentempo gehen die vorbei, gaffen dann extrem dumm in die Kamera, vielleicht sieht man das ja. Dann vielleicht noch ein dummer Spruch. Und alles ist hier ziemlich altbacken, finde ich. Nehmen wir doch mit. Hier ist doch leer, komm. Das finde ich jetzt ganz cool. Hier werden Spiele vorgestellt. Ich denke, man darf hier auch eine Runde zocken. Hä?
Da fragt die Jenny gerade so, das ist nichts hier, das ist voll enttäuschend. Was hast du erwartet hier? Auf der komische Mist. So, wir machen uns von dannen. Hier gibt es vielleicht ein Fazit aus dem Auto heraus, oder? Können wir jetzt machen. Mach doch dein Fazit. Nee, das Ding ist ja, es regnet wieder wie die Sau und dann durch die Stelle. Ich will. Nee, ist schon eklig. Auf jeden Fall will ich schnell ans Auto. Aber wir ziehen uns hier noch ein E-Bike. Das angucken. Brauchst du nicht, Schäme? Okay. So, ihr Lieben, Fazit. Also, ich gebe erstmal hier rüber. Also, was für ein Fazit? Ja, ich meine mal, es ist halt das Ding. Das war Bullshit. So, keine Ahnung, wir haben auf der Messe nichts verloren. Wir bauen nicht. Wir modernisieren nicht, wir haben keine Inneneinrichtung architekturmäßig. Das Essen, gut, das Essen, ja, aber das ist für mich dann halt keine Food-Messe, ne, in dem Sinne. Dann sind die Leute so ignorant. Unser Hund, der Harrison, braucht im Schnitt 1,5 bis 2 Stunden Auslauf am Tag. Mokieren sich die Leute, ob das denn der richtige Platz ist für so einen Hund. Oder ob der Hund kaputt ist, weil er so kurz ist, ne, die Beine. Und ich denke mir nur, HDF, Alter, geh doch weiter, lauf fort. Ich laber dich da auch nicht voll mit deiner hässlichen Fresse. So, erstens das, Leute, mega unfreundlich. Du kannst hier über 30 Millionen Haushalte in Deutschland am Hund und Katzen, ne? Ohne Reptilien gerechnet. Und dann wirst du dumm angemacht, wenn du einen Hund hast. Die Leute haben komplette Schatten, Alter, komplette Schatten. Jetzt rechts abfahren, nee. Und danach links halten. Genau, also, klar, wir haben schlechtes Wetter erwischt. Als ich damals das erste Mal da war, war pralle Sonne. Aber du kennst es auch aus deiner Kindheit. Und links halten und danach zweite. Nee, das ist für uns eine unnötige Messe. Wie viele Punkte gibst du? Ja, gut, das Arrangiata oder Arancini da hat lecker geschmeckt. Also nicht das Essen, ich meine für die Messe an sich. Ja, ja, als Empfehlung. Ich kann die ja nicht bewerten, weil ich sie ja eigentlich nicht nutzen kann in dem Sinne, oder? Ich meine, hätte ich jetzt gewusst, ich gehe auf eine Bootsmesse und interessiere mich nicht für Boote. Ist ja das eine, aber 2 von 10. 2 von 10. Okay. Ja, was soll ich sagen? Also ich muss sagen, ein bisschen enttäuscht. Ich habe es irgendwie spektakulärer, nenne ich es mal in Erinnerung. Also früher, ja, Sommer hat recht, war warm, aber da war zu warm. Also ich weiß nicht, was besser ist, Regen oder Hitze. Ja, aber ich muss sagen, also ich hatte diese Food-Zelte viel, viel besser in Erinnerung. Also in meiner Erinnerung gab es da viel mehr Trends und neue Sachen. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass wir damals sehr jung waren und noch nichts gekannt haben. Ja, also es gab hier bestimmt 5 Stände mit Langosch. Es gab
Macrons, es gab Softeis, holländisches Softeis, die Schneekugeln waren wieder vor Ort, Gob der Tauber, Churros, Crepe, Eis, griechisch, also was man sich alles nur so vorstellen kann, Bratwurst logischerweise. Also das Einzige, was mich wirklich angelacht hat, waren diese Arancini oder Arancata. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen, egal. Ihr habt es gesehen, das waren die Einzigen, die mich angelacht haben, weil ich die in Italien immer super gern gegessen habe. Und ich die tatsächlich so, außer jetzt bei der Joe, noch nie gegessen habe. Deswegen war das das Einzige, was mich so richtig angelacht hat. Und es war natürlich alles verdammt teuer. Also ja, es war auch damals schon teuer. Wir waren damals in der Schule, deswegen konnten wir uns auch nicht so viel leisten. Die Jessie und ich haben dann immer zusammengelegt und uns was geholt. Aber Churros für 7,50 Euro mit Nutella finde ich schon eine harte Hausnummer. Die wollten für Currywurst mit Pommes ohne Beilagesoße wollten die einen Zehner. Also in Speyer auf dem Weihnachtsmarkt, glaube ich, haben die 6,50 Euro oder 6 Euro gekostet. Und das war dann schon, wo alle gesagt haben, boah, das ist teuer. Aber das hier war jetzt wirklich sehr teuer. Gut, man muss dazu sagen, man weiß jetzt nicht, was so ein Standpreis hier ist. Und die Leute müssen ja auch irgendwo ihr Standgeld wieder reinholen, wollen ja irgendwo auch noch was verdienen. Also dementsprechend kann man es verstehen, wenn die Sachen so teuer sind. Aber dann ist halt die Frage, ob die Standgebühr nicht einfach günstiger werden sollte, dass die Leute auch weniger fürs Essen quasi verlangen können. Ansonsten muss ich ihm da mal recht geben, also die Sachen waren wirklich gar nichts für uns. Also das war gefühlt wirklich alles Ü60, würde ich sogar sagen. Also es war wirklich für alte Leute. Wobei man sagt, alte Leute bauen ja eigentlich nichts mehr und keine Ahnung. Aber da waren wirklich jetzt nur, gut, es kann auch am Montagmittag liegen, aber da waren jetzt echt nur Rentner. Aber ich erinnere mich früher, wenn meine Eltern da waren, da gab es auch irgendwie so keine Ahnung. Dann haben die halt wirklich Gewürze gekauft. Gut, Gewürzstände gab es jetzt auch, aber halt auch so Innovationen und so, da gab es jetzt auch gar nichts, wo ich mich jetzt interessiert hätte. Ja, mit dem Hund, das verstehe ich auch nicht, weil ganz ehrlich, wir haben uns den besten Tag ausgesucht. Es regnet, es ist Montag, Mittag. Also das heißt, es war wirklich super wenig los. Also es war wirklich kein Gedränge. Ja, in den Zelten war ein bisschen mehr los. Da ist zum Teil der Dommer ja auch mit dem Hund draußen geblieben, beziehungsweise da war aber jetzt auch nicht eng auf eng. Und dann wirklich jeder zweite so ein Kommentar. Gut, also auch positive Kommentare, aber ja, wie kann man nur... Keine Ahnung, Leute, warum kauft ihr euch einen Hund? Kauft ihr euch einen Hund, um den zu Hause sitzen zu lassen? Also ich habe einen Hund gekauft, weil der Hund für uns ein Familienmitglied ist und für uns hat der Hund einfach mit dabei zu sein. Dass ich jetzt hier vielleicht in der brühenden Hitze, wenn hier, keine Ahnung, 20.000 Mann sich drängen, nicht unbedingt mit dem Hund hierher kommen, beziehungsweise dann mit dem Hund nicht ins Zelt gehe, das ist ja eine Sache. Aber auf einen Montagmittag bei Regen, wo nichts los ist, wo vielleicht da gerade 200 Leute drin waren, wenn es viel war, weiß ich nicht, wo es sich da zu mokieren gibt. Und dann muss man halt ganz klar merken, hat man halt gemerkt, es waren nur alte Leute, weil heutzutage ist ein Tier etabliert wie ein Familienmitglied. Also die meisten, die einen Hund heutzutage haben, wollen ihren Hund auch überall mit hinnehmen, weil sonst brauchen sie auch keinen Hund. Die Generationen davor, die hatten halt einen Hund, wo sie nicht überall mit hingenommen haben. Und da war das halt, keine Ahnung, ein Hofköter. Ne? Aber heutzutage ist es halt anders. Ich muss sagen, wenn es jetzt wärmer gewesen wäre, mehr los, dann hätte ich den Hundebuggy vom Harrison mitgenommen. Dann hätten die Leute noch bläder geguckt. Der Hund. Ich muss mal kurz hier abbrechen, weil der Hund, der sitzt im Kinderwagen, hätten sie dann gesagt, ja. Also keine Ahnung, generell habe ich mir so gedacht, ich werde auch in Zukunft was sagen, also nicht frech oder so. Aber es ist genau wie der Thomas sagt, ich beurteile doch auch nicht, ob zum Beispiel jemand jetzt hier auf der Messe rumläuft mit Stöckelschuh und Minirock, was vielleicht manch einer unpassend fände, oder dass einer jetzt vielleicht ohne Regenjacke rumläuft bei Regen oder hässliche Frisur hat oder sonst was, wie der Dommer sagt, ich halte doch auch meinen Mund. Also warum muss man zu allem meinen, was sagen zu müssen? Und in Zukunft habe ich mir vorgenommen, ich werde auch den Mund nicht mehr halten. Ich werde dann sagen, was interessiert Sie das? Ist das Ihren Hund? Warum müssen Sie jetzt Ihre Meinung dazu äußern? So in der Art. Weil es ist anmaßend. Also ich verstehe gar nicht, warum Leute immer das Gefühl haben, irgendetwas bewerten zu müssen und immer ihr Maul aufzumachen. Egal über was, es ist total anmaßend. Also es gibt auch Leute, die haben so eine Angewohnheit, da läuft jemand vorbei, der hat vielleicht bunte Haare und da wird getuschelt und gelacht und hü, und guck mal der und was weiß ich. Ne? Also ey Leute, ganz ehrlich, lasst doch jeden sein, wie er will und machen, was er will.
der Platz ist für mich auch vielleicht nicht passend für alte Leute. Ganz ehrlich, da muss man voll weit laufen. Und vielleicht gibt es auch Leute, es ist eng, vielleicht läuft man auch weiter rechts und weiter links und nicht in der Mitte im Schneckentempo mit seiner Krücke. Sorry, dass ich das so sage. Vielleicht ist das auch unpassend. Da tue ich mich ja auch nicht drüber äußern, dass vielleicht jemand dann lieber zu Hause bleiben soll. Ne? Also, keine Ahnung. Aber das ist jetzt mehr aufgeregt als ich. Ja, das war jetzt weit abgeschweift. Ja, wir bauen halt, ne, also aber auch wenn wir nicht bauen, also auch dieses Spielzelt, also ich muss wirklich sagen, mich hat nichts angesprochen. Da war ein Zelt, da ging es um Mode und Deko, da bin ich rein, dann stand der erste Stand, da war mal so ein interessanter Totenkopf und dann stand da, man darf nicht keine Fotos kann machen ich nur so sagen. Und zwar, nicht filmen. Die Leute, habe ich das Gefühl, das sah genauso für mich aus wie in den 90er Jahren oder wann ich dort war. Ja. Die haben sich, die entwickeln sich nicht weiter. Nee. Die nutzen nicht die Chance, auch das Kinderzelt. Die haben da, klar, so eine Spielwelt für Kids, aber die haben auch Spiele angeboten zum Kaufen. Das ist nicht schön präsentiert, da kümmert sich keiner. Ja, vor allem Rummikub für 30 Euro. Ich weiß nicht, wenn ich zu so einer Messe gehe, habe ich irgendwie die Erwartungshaltung, dass ich ein tolles Angebot kriege oder irgendwie was extra ist. Ne? Also sorry, ich kriege Rummikub bei Amazon einfach günstiger, jetzt ganz ehrlich. Also, und da stand noch ganz frech Messepreis drauf. Ja, also so. Ich verstehe es nicht. Also ja, alles in allem schade. Also ich war sehr enttäuscht. Die nächsten 20 Jahre sieht mich hier keiner. In 20 Jahren passe ich vielleicht dann so in das Alter, wo das hier so passt. Aber generell, gut, vielleicht ist es für uns auch wirklich nicht richtig. Wir mögen nicht, wo viele Menschen sind. So ein Gedränge ist nichts für uns. Ja, also hätten wir vielleicht drüber nachdenken können. Aber nichtsdestotrotz war es jetzt mal die Erfahrung wert, weil das Schild steht immer vor meinen Großeltern in ihrem Haus und das ist sogar das Lustige, dass ich das gar nicht wahrnehme. Also ich habe das jetzt gar nicht wahrgenommen. Das war jetzt wirklich so ein Blitzgedanke, weil ich bei Facebook gesehen habe, dass jemand das gepostet hat und dachte so, ah krass, stimmt, hätten wir auch mal machen können. Habe geguckt, heute ist der letzte Tag, okay, heute passt. Wir müssen nicht für den Opa kochen, das ist halt bei uns immer so ein Ding, also geh mal. Aber ja, wie gesagt, also es hat sich für unsere Interessen nicht gelohnt. War jetzt nichts Besonderes. Wir waren nicht in allen Zelten. Ihr seht ja, in welchem Zelt wir waren. Also alles in allem, muss ich auch sagen, 2 von 10. Also ja, ich meine, das Ding ist ja, sich über Preise zu unterhalten, ist heutzutage echt, macht keinen Sinn mehr. Was ist gerechtfertigt, was ist überzogen? Klar, Standmiete hin, Standmiete her. Aber für, es ist nichts. Ne? Aber nochmal auf den Punkt gebracht, hätte ich jetzt explizit einen Swimmingpool gesucht, und hätte ich mir explizit einen Hersteller gesucht, der heute hier ausstellt oder über den Maimarkt, wäre ich hierher mit voller Freude hätte mir einen Swimmingpool angeschaut. Aber so. Aber ganz kurz auch nochmal zum Fitness, zu diesem Fitness-Ding. Oh Gott, ja. Ich habe, die verkaufen dir Kopfkissen dort. Da ist, wir haben so viel Innovation auf dem Markt. Es wird immer auf der FIBO gezeigt. Unterjährig kommen Innovationen. Im selben Zelt haben sie Lederwaren verkauft, Gürtel. So, da ist so viel Potenzial, die Leute nutzen es nicht, ne? Ich glaube aber eher, dass keiner Bock hat, hier auszustellen, weil das stimmt schon, das Fitness- und Gesundheitszelt habe ich mir jetzt auch vorgestellt, da einige Supplement-Anbieter zu finden, beziehungsweise dachte ich mir, man kann sich ja mal angucken, vielleicht wäre es was für uns, dass wir mal da ausstellen, aber um Gottes Willen nicht. Ach du lieber Gott, gut, dass wir da waren und haben es uns erstmal angeguckt, also da war ja gar nichts. Da war wirklich nur, wie der Dommer vorhin gesagt hat, für Krankheit, da war für Gesundheit gar nichts. Wir haben hier was für Gesundheit und nicht, sag ich mal, zwangsläufig für Krankheit, ne? Also, nee, es war, also sorry, ich muss wirklich sagen, hat mir nicht gefallen und vor allem auch, das Ding ist ja, wenn man sich vielleicht einen Wohnwagen kaufen will oder einen Pool, kann man sich hier verschiedene Sachen angucken, aber ich fand jetzt auch generell nett, dass es hier besonders tolle Angebote gab. Es war gefühlt alles wirklich überteuert und wenn ich auf so eine Messe komme, denke ich, dass ich eine mega Qualität habe, eine gute Beratung, also eine sehr, sehr gute Beratung und eben auch vielleicht irgendwo ein Preisvorteil, weil ich hier zur Messe gekommen bin, aber ich finde, dem war gar nicht. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, jeder will einem was andrehen. Ja, hat man ja gesehen, du warst ja in der Tierwelt bei diesem BARF-Hundenahrung, Tiernahrunghersteller oder diese Vertriebspartner oder wie die sich schimpfen. Das hat ja maximal nicht tangiert, dass du jetzt was wolltest. Ne? Du bist ja gezielt hin, du bist ja nicht vorbei und stehen geblieben, hast mal geschaut, du bist ja gezielt hin. Und das ist eigentlich Signal genug eigentlich für einen Verkäufer, mal richtig jetzt einen aufs Leder zu hauen. Ne? Aber, jo, oder vielleicht waren die Leute einfach schon satt, ja, hatten schon genug Kundschaft oder genug Proben, Tester rausgegeben. Aber für mich ist das kein Geschäftsgebaren, ganz ehrlich. Da muss da jeden Tag 100% kommen.
Trainings. Ja.